Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Mein heutiges Thema heißt, wo ist die Videobeschreibung? Ich mache das Video aus einem aktuellen Anlass, nämlich eine Anfrage. Und es richtet sich ausschließlich an die Menschen, die zwar gerne Videos anschauen, aber für die die eine oder andere Hilfestellung wichtig ist, weil sie zum Beispiel nicht wissen, wo die Videobeschreibung ist oder irgendwas anderes. Und ich sage immer, ihr braucht euch da gar nichts denken, weil jeder hat sein Wissen auf einem anderen Gebiet, gell? Das ist gar nicht schlimm. Und ich möchte euch sagen, zum Beispiel jetzt bei der Gelegenheit, dass zum Beispiel so eine Videobeschreibung für den, der das Video schaut, ganz wichtig ist, weil da sind oft Studien verlinkt. Das heißt, der Nachweis zu dem, was der Sprecher sagt, oder es sind Zutaten für ein Rezept, stehen in der Videobeschreibung. Oder zum Beispiel, wo könnt ihr den benutzten Mixer bestellen? Oder wo ist meine Kameraausrüstung zu bestellen? Was benutze ich da? Also viele Dinge, die vielleicht wichtig sein könnten. Gell? Und ich möchte euch das heute zeigen, den Weg dorthin, wie ihr euch dann vielleicht leichter tut. So, ich mache es jetzt, wie gesagt, ganz einfach. Ganz einfache Schritte. Ihr habt jetzt da das Google-Programm aufgemacht. Dann klickt ihr da hin und dann schreiben wir zum Beispiel hin YouTube. Zeilen schalten, dann kommt YouTube. Machen wir einen Doppelklick auf YouTube. Und schon seid ihr drin. Dann sagen wir mal, ihr wollt jetzt bei meinem Kanal irgendwas suchen. Da schreiben wir da oben, und ihr wisst meinen Kanalnamen nicht, gell? Das kann ja mal sein. Da schreiben wir da oben, wo Suchen steht, einfach nur Sonja vielleicht, und dann schreiben wir hier Homozystein. Sag jetzt mal, ihr wollt euch mein Homozystein-Video nochmal anschauen, gell? Schreibt es da oben rein, machen wir Zeilenschaltung, und schon habt ihr es da, Schatz, ja? Eigene Erfahrung, Homozystein sind deine Adern verstopft, Vorstellung, Kokosplätzchen, alles Mögliche von mir. Da braucht es gar nicht den vollständigen Kanalnamen da oben oft reinschreiben, gell? Oder machen wir mal noch anders. Was wird jetzt, was ist die Matrix? Habe ich erst kürzlich gemacht. Wollt ihr das Matrix-Video euch nochmal anschauen? So, dann kommt schon nicht, gell? Ah ja, weil man da das S hinten eingeben muss. Ah ja, gut. Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ihr wisst ja, dass ich Sonjas Herzreisen vegan und roh. Und dann kommt mein Video. Was versteht man unter der Matrix? Und da still weiter unten sogar was zu meinen Videos. Gell? Also gut, jetzt machen wir mal dieses Matrix auf. Da geben wir da drauf. Und ich mache dann als erstes immer auf Stopp. Okay? Hier ist die Lautstärke. Seht ihr da, wo die Hand ist? Da bin ich jetzt immer gerade drauf. Da kann man die Lautstärke regulieren. Hier unten kann man auch noch die Lautstärke regulieren. Da ist so ein Mikrofon oder ein Lautsprecher. Wenn man da draufklickt, da kann man entweder leiser machen oder lauter oder leiser. Gut. Zwei Möglichkeiten, die Lautstärke zu regulieren. Hier kann man auf Stopp machen oder auf Weiterfahren. Gut, dann zeige ich euch als erstes, wo die Videobeschreibung ist. Gell? Da geht es ja da auf den Pfeil nach unten, ganz rechts unten, auf den Pfeil nach unten klicken und dann könnt ihr da runterfahren. Gell? Und hier steht die Beschreibung meines Videos in verschiedenen YouTube-Videos und so weiter und so weiter. Das ist eine kleinere Beschreibung, was da drinnen vorkommt, gell? Also, dann steht hier mehr anzeigen, gell? Also, das reicht mir nicht. Ich möchte mehr sehen. Da klickt man drauf und macht dann da unten noch ein weiterer Teil auf. Und da steht jetzt zum Beispiel, was ist die Matrix? Und das, was da blau ist, wenn ich mit meiner Hand drauf, nur drauf deute, wird es blau, gell? Das heißt, war vorher schon blau, egal. Und wenn ich da draufklick,
dann macht da dieses Teil auf, gell? Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Kommentar schreiben könnt und wo vor allen Dingen, falls ihr das wollt, gell? Da klickt man jetzt, müssen wir jetzt wieder unter das Video gehen. Schauen Sie, das macht man entweder mit dem Pfeil oder ihr könnt auch den dicken Balken da drauf klicken und den runterziehen. Und hier steht das Wort Kommentare. Das steht genau unter dem, was ich euch gerade gesagt habe, gell? Mehr anzeigen, steht das Wort Kommentare. Und wenn ihr da reinklickt, dann müsst ihr einfach nur reinklicken und dann schreibt ihr irgendwas rein. Tolles Video zum Beispiel. Video, danke. Oder irgendwas, was ihr heute schreiben wollt. Genau. Und dann, wenn ihr auf Kommentieren klickt, hier auf diesen Balken, dann schickt ihr praktisch diesen Kommentar an den, der das Video gemacht hat. Okay? Ich mache jetzt in dem Fall abbrechen, weil ich will mir jetzt nicht selber einen Kommentar schicken. Wobei das vielleicht gar nicht schlecht war, gell? Das ist egal. Dann schreiben wir jetzt das Wort Video mal groß. Machen wir dann noch eine Sonne hin oder ein lachendes Gesicht. Und dann machen wir hier auf Kommentieren. So, jetzt schaut's her. Jetzt habe ich mir meinen eigenen Kommentar gemacht. Tolles Video, danke. Dort steht es da herunten und es ist praktisch weitergeschickt, gell? An denjenigen. So, spannend und jetzt und so weiter. Klasse Video, danke liebe Sonja. Ganz toll erklärt und so weiter. Also solche Sachen schreiben die Menschen hin. Und hier könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Hier, gell? Wenn ihr einen Daumen nach oben geben wollt, ist hier das Zeichen. Daumen nach unten ist hier das Zeichen, gell? Hier macht man das. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Kanal abonnieren könnt. Also ich kann jetzt euch das bei meinem eigenen nicht zeigen, weil da funktioniert das nicht, weil ich kann mich ja nicht selber abonnieren. Aber ich zeige euch das einfach bei Vegan Power Girl. Vegan. Power Girl. So. So heißt die. Gut, das ist das liebe junge Kind. Da, wenn man nur auf diesen Namen die Maus drauf hält, macht hier sofort eine Möglichkeit auf, diesen Kanal zu abonnieren. Und da kann man draufklicken, gell? Draufklicken. So. Jetzt haben wir es abonniert. So, wir haben jetzt da das Vegan Power Girl da. Jetzt zeige ich euch gleich mal. Da könnt ihr euch nachher ganz interessante Videos anschauen, wenn ihr die abonnieren wollt. Und zwar, sie war mal eine Ex-Bäuerin, gell? Früher war sie Bäuerin. Bilder, die ich nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Hier schreibt, berichtet sie, dass sie Landwirtin war und sie packt jetzt aus, warum sie vegan wurde. Milch blutiger als Fleisch, Ex-Landwirtin packt aus. Gut, das nur am Rande. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das mit dem Abonnieren macht. Ich habe es jetzt deabonniert, damit ich euch das hier nochmal zeigen kann. Gut, hier ist der Balken, rot. Abonnieren. Da klickt ihr drauf. Und dann noch was. Daneben ist eine Glocke. Auf die klickt ihr bitte drauf. Und da heißt es jetzt Benachrichtigungen von Vegan Power Girl. Ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten. Wenn du das willst, dann machst du einen Hackel rein. Da muss man auf jeden Fall auf Speichern drücken. Gell? Speichern. Gut. Okay, jetzt haben wir die abonniert. Und jetzt haben wir das auch erledigt. Einen Kanal zu abonnieren bedeutet, dass euch das nichts kostet. Okay? Also wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt
von irgendeinem, der euch so sympathisch ist, dann macht ihr auf Abonnieren und dann wird euch immer im E-Mail-Programm das aktuelle Video angezeigt, wenn da eines hochgeladen wurde. Das ist also der Hintergrund, dass ihr nichts mehr verpassen könnt. Und es ist, wie gesagt, kostenfrei. Es kostet nichts. Also einfach abonnieren und dann passt es. Noch was Interessantes möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar, sage ich jetzt mal als Beispiel, möchte ich die Videos von Lichtblick mir anschauen. Und zwar ein ganz spezielles: YouTube stellt um, so verpasst ihr kein Video. Jetzt gebe ich da oben, da wo normal Suchen steht, ein Lichtblick. Sag jetzt mal kein Video verpassen. So, da kommt es da, ja? YouTube stellt um, so verpasst ihr kein Video. Da klickt man drauf. Und zwar, wie kriegt man das hin, dass man von mir kein einziges Video verpasst? Ja, YouTube hat bestimmte Sachen wieder umgestellt, der hat die Kommentarfunktion zum Beispiel völlig zerstört. Für YouTuber die absolute Katastrophe, was da gemacht wurde. Aber es gibt auch Berichte, dass Leute Videos nicht mehr kriegen. Ja, also die tauchen im Feed nicht mehr auf. Ich werde euch hier erstens einen Link unten verlinken, wie ihr die richtige YouTube-Startseite auswählt. Ja, es ist nicht die normale Startseite, weil da kriegt ihr, wie gesagt, viel Mist zu sehen. Und von daher, man sollte wirklich die Abo-Seite als Startseite haben. Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Wenn ihr jetzt auf einem Video hier seid, ja, zum Beispiel auf diesem hier, und ihr guckt das auf YouTube an, ihr müsst das auf YouTube angucken, ja, dann seht ihr doch unten unter dem Video grau ausgelegt, wenn ihr mich abonniert habt, ja, also das ist grau, wenn ihr mich abonniert habt, wenn ihr mich nicht abonniert habt, dann ist das rot, also ihr müsst mich natürlich erstmal abonnieren, und daneben seht ihr so eine kleine Glocke, ja, und auf diese Glocke müsst ihr draufdrücken. Und dann steht da eine Frage und da ist so ein Kästchen. Dieses Kästchen müsst ihr markieren. Und dann müsst ihr auf Speichern drücken. Oder auf OK oder was auch immer das steht, ja. Und auf jeden Fall, so wird sichergestellt, dass ihr wirklich mein Video dann immer im Feed seht, wenn ich ein Video hochlade, ja, damit ihr kein Video verpasst. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist, dass ihr mir auf den sozialen Netzwerken folgt, weil dann sinkt wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Video verpasst. Zum Beispiel, YouTube zeigt es euch nicht an, hat wieder einen Bug, wie so oft. Und ihr folgt mir zum Beispiel auf Facebook. Ja, aber dieses Video lade ich auch auf Facebook hoch. Ja, also ich lade das dann nicht hoch, sondern ich schicke den Link von dem Video durch Facebook. Ja, deswegen kriegt ihr das da mit, falls ihr mir da folgt. Und so weiter, ja. Also, wer es wirklich richtig machen will, der klickt da auf die Glocke unten drauf, ja. Markiert dieses Kästchen speichern und dann folgt ihr mir auf Facebook oder da, wo ihr angemeldet seid, ja, Twitter zum Beispiel oder auf Blogspot heißt das. Und ja, wo bin ich noch angemeldet? Ja, Facebook, Twitter, Blogspot und das war es eigentlich schon, ne? Und daher, Leute, das sind meine Tipps an euch. Ah ja, Google Plus, genau, klar, Google Plus ist da noch. Da könnt ihr mir auch folgen, ja, und so stellt ihr sicher, dass ihr die Videos nicht verpasst. Ja, ansonsten kommt dann irgendwann raus, ja, wow, du hast vier Videos gedreht, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist natürlich dann unschön. Von daher, klickt unten den Link an, ja, das solltet ihr euch als YouTube-Startseite einrichten. Sehr empfehlenswert. Und ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Kleines Infovideo an euch und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Nicht verpasst. Also ich kann euch den Lichtblick-Kanal nur empfehlen, er hat super Videos. Wie zum Beispiel über Öl, mehrere Videos über Öl, ganz wichtig. Vitamin B12, Vitamin D3 und viele, viele, viele andere Videos. Also einfach mal reinschauen. Ich finde ihn super, den Kanal. Ich denke, wenn ihr meinen Kanal aufmacht, dann sitzt als erstes einmal so aus. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, auf das Wort Videos zu klicken.
bei dem, da könnt ihr alle meine Videos sehen, die ich gemacht habe, gell? Alle, eins nach dem anderen. Ah. Genau. Vom ersten bis zum letzten. Und dann gibt es dann noch die Möglichkeit, auf das Wort Playlists zu klicken. Das heißt für mich sowas wie Ordner. Das heißt, ich habe meine Videos geordnet in verschiedenen Playlists. Das sind jetzt die Videos, die ich mag, aber das ist jetzt für euch vielleicht nicht so wichtig. Dann dieser Ordner heißt der Ausstieg aus dem Mediengefängnis. Der Ordner heißt Rezepte und Rezeptzutaten. Der Ordner heißt Liebe alle Lebewesen. Der nächste heißt Gesundheit, Informationen, Hintergründe, Ursachen, Aufklärung. Über mich und meine Erfahrungen. Unterhaltung zwischen zwei Menschen. Körperliche, geistige und seelische Veränderungen seit Beginn der veganen Rohkost. Was haben wir noch für einen Ordner? Da unten habe ich einen extra Ordner zum Thema Schlacken angelegt. Gell? Also wenn euch speziell irgendein Themenkreis interessiert, dann könnt ihr auch in die Playlist reingehen. Ein Beispiel, sagen wir mal, ihr habt jetzt auf dieses Wort Playlist gedrückt, auf das da. Und interessiert es euch für die Playlist, sagen wir, Rezepte und Rezeptzutaten, dann klickt ihr da drauf. Machen wir mal Stopp. Und dann seht ihr rechts auf der Seite sämtliche Videos, die in diesem Ordner oder Playlists stehen, Rezepte und Rezeptzutaten. Gell? Da könnt ihr euch das mal ganz schnell durchschauen und schauen, was da alles drin ist. Wie geht das runter? Ja, da muss man einfach nur da so an, rechts am Balken hinklicken, dann seht ihr alle meine Rezepte. Gell? Und dann könnt ihr da einfach zum Beispiel auf Sprossen. Auf Sprossenvideo klicken und schon geht's los. Viel zu laut. Machen wir gleich mal leiser. Nur ein Stückchen unterhalb von dem Video. Könnt ihr dann noch runterschauen, was sich da alles für Kommentare verbergen. Ja, das könnt ihr lesen. Wenn es euch interessiert. Daumen nach oben, habe ich schon gesagt. Da seht ihr, wie viele Menschen das Video angeschaut haben. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen weiterhelfen können. Und ihr kommt jetzt gut zurecht, wenn ihr zum Beispiel in die Videobeschreibung schauen wollt, weil da entweder eine Studie oder ein Rezept oder die Kameraausrüstung oder was kann noch drin sein, ja, die Küchengeräte, die man benutzt. Wenn ihr das anschauen wollt, dass ihr das jetzt jederzeit findet. Und wenn ihr auf dem Gebiet nur kleine Fragen offen habt, dann sind alle diese Fragen bei mir herzlich willkommen. Die schreibt mir dann einfach unten in die Kommentare rein, gell? Das wisst ihr jetzt, wie es geht. Und das war's jetzt bei mir schon. Mein Video ist zu Ende. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ein Kanal-Abo natürlich, wenn ihr das noch nicht schon gemacht habt. Oder einen Kommentar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Alles Liebe von mir. Servus für dich.